Servus und hallo zu Time Lie. Wir haben Kapitel 4 abgeschlossen. Die Tür ist nur da aus irgendeinem Grund. Jetzt haben wir Kapitel 5. Kapitel 5. So, schauen wir mal, was hier geboten ist. Also, ich weiß es, wie ich habe es hier schon öfter gesagt, ich sage es hier auch nochmal. Es ist kein Blind Play. Ist aber vollkommen egal. Und das Spannende an Kapitel 5 ist, finde ich, das Level kennen wir doch. Ne? Und es gibt so eine Besonderheit. Nämlich ja. Hier das Level kennen wir auf alle Fälle. Das war das, wo man hier die Dinger da einsperren mussten und hier war der im Weg und das kennen wir alles. Hier waren die anderen zwei und hier bin ich. Und ja, jetzt müssen wir quasi Koop spielen. Rote Tür ist, betrifft jetzt nur uns, die können wir sofort auslösen. Und dann muss man mal schauen, was man macht. Erstmal hier rüber gehen. Da. Und jetzt vorspulen. Jetzt sind die zwei da drüben. Die sperre ich jetzt einfach ein. Besonderheit, ich muss jetzt ganz schnell mich hier verdrücken, weil, ich spule mal vor, damit ihr das seht. Stopp. Ah, beziehungsweise hier sind wir sogar safe. Wenn ich hier jetzt stehen würde, wir dürfen uns selber nicht sehen. Ne? Man kennt ja das übliche Paradoxon, wenn wir uns selber sehen, gibt es irgendwie Stress. Spätestens seit Zurück in die Zukunft wissen wir das. Und jetzt können wir hier ganz entspannt durch das Level durchgehen. So, Kapitel 5, Level 2. Jetzt wird's wild. Das Level kennen wir ja. Haben wir ja schon mal gespielt. Und das Level kennen wir. Haben wir auch schon mal gespielt. Also quasi zeitgleich. Da waren wir allerdings die Katze. Und jetzt, als wir das zweite Mal gespielt haben, ging es ja darum, mit der Katze hier nicht entdeckt zu werden und irgendwann hier rauszukommen. Jetzt geht's genau dasselbe, nur dass wir jetzt zu dritt sind. Wir müssen uns jetzt erstmal so lange verstecken, bis die Katze weg ist. Ja, zusammengefasst so grob. Und weder die Katze noch sonst irgendwas, irgendwer darf uns sehen. Schauen wir mal, wie das klappt. Wahrscheinlich nicht so gut. Wenn sich die Katze jetzt umdreht, habe ich ein Problem. Ja. Gut. Wohin? Hier unten ist eher schlecht. Gehen wir da rauf.
So, ihr geht beide dahin. Dann verkrieche mich ich mal rauf. Nächste Runde geht, gib mir die Katze da. Das ist schlecht. Hier unten wäre es gewesen. Hier bleiben und hier runterfahren. Hier runtergehen. Gut. Ihr seht mich beide nicht. Stopp, wenn du daher gehst, dann siehst du mich hier. Hör darauf. Okay. Daher. Geht ihr als nächstes hin? Die dahinter. So, und jetzt ist die Katze dann mal weg. Das heißt, habe ich da gar nicht gedrückt. Dann drückt man da. Und jetzt raus. Okay, und jetzt müssen wir nur warten, bis sie hier draußen ist und dann haben wir es. Kapitel 5, Level 3. Ganz was Wildes. Natürlich dürfen wir von niemandem gesehen werden. Das war schon mal schlecht. Dann hierher. Da hier kann ich ihn kaputt machen. Und dann muss ich ganz schnell hierher laufen. Das war zu schnell. Du bleibst erstmal stehen. So. Es war auch wieder zu schnell. Jetzt. Okay, es ging nämlich. Hier ist ganz knapp, dass uns sie nicht sieht. Und ihr laufen jetzt einfach nach. Sie darf ja uns nicht sehen, aber wir können sie ja sehen. Sie geht daher, dann gehen wir daher. Okay. Dann spulen wir einfach mal ein bisschen vor. Die hauen alle ab. Warum sie sich jetzt selber die Tür zumacht. Wahrscheinlich war es vorher anders. Hier machen wir uns auf und hier gehen wir mir raus. Kapitel 5, Level 4. Kennen wir auch das Level? Sie läuft jetzt dahinter und versteckt sich da. Haben wir ja auch schon gespielt. Das Level ist es nur ein bisschen anders wieder. Da.
Wir laufen jetzt erstmal dahin. Und dann laufen wir dahin. Und dann drücken wir den Schalter. Problem an der Sache ist nämlich, ich hab's jetzt gerade schon Spiel gehabt, daher weiß ich jetzt einigermaßen, wie es funktioniert. Nur es hat ewig gedauert, darum haben wir jetzt, ne, erster Durchlauf ist hier schon ein bisschen her. Darum weiß ich jetzt einigermaßen, was hier jetzt passiert. Als wir es das erste Mal gespielt haben, ist hier die Katze, hat die von selber geschrien, die schreit jetzt nicht mehr. Und drum muss die Katze uns sehen, damit die Alarm auslöst. Was jetzt passiert ist, dann hauen wir mir ganz schnell ab. Ja. Wir sind immer weg. Die ist auch weg. Dieser Gang, wo wir hier gehen, ihr habt es ja in die Videobeschreibung geschrieben. Lest die bitte alle mal, die Videobeschreibung. Zählt als Level. Warum auch immer. Aber es ist immer das Level vorm Abschlusslevel. Es zählt als eigenes Level, obwohl es eigentlich nur der Gang hier ist, ich nichts machen kann. Ist so. Also falls ihr euch gewundert habt, warum die Level-Nummerierung manchmal komisch ist, deswegen. Vor allem, wenn ihr es Walkthrough anschaut, ist halt, ne? So. Ich halte jetzt einfach mal die Klappe und sag mal nichts, ne? Könnt ihr euch das in Ruhe anschauen. Muss ich was machen? Drück mal Play. Ey, war jetzt eher ungünstig. Geh mal daher. Thank you.
der Abspann beginnt. Ne? So gut wie. Ist nur nicht vorbei. Während der eigentliche Abspann läuft, gibt's dann nur ein Fazit zum Spiel von mir. So, wir müssen mal was machen. Einfach mal draufklicken. Da. Und nochmal. Nochmal. Hat aber nichts gebracht.
Da hinklicken? Nee, kann nichts machen. Na, die dahinter? Und wir sind mal wieder in der Szene von ganz vom Anfang vom Spiel. Das war's. Das war Time Lie. Ein mega gutes Spiel, finde ich. Und wie gesagt, es war ja kein Blind Play, habe ich ja in jedem Video immer gesagt, glaube ich. Es hat aber beim zweiten Mal durchspielen richtig Spaß gemacht, auch wenn es relativ kurz hintereinander war. Und auch der Abspann vorm Abspann fand ich jetzt nochmal cool. Ja, zufällig bin ich auf das Spiel gestoßen irgendwie und habe gedacht, schau's mal an. Ursprünglich war es angespielt, geplant, habe ich euch auch gesagt im ersten Video, und ja, es hat mir richtig Spaß gemacht. Also wenn ihr Spiele dieser Art kennt, die ist leider sehr oft untergehen, wie dieses Spiel, wir nie drauf kommen, schreibt mir das unbedingt, weil Rätselspiel ist super mit Mechaniken, die man, also die ich bisher noch nicht so hatte, mit Zeitmanipulation und so, ist mir richtig gut gefallen. Ja. Ansonsten, was gibt's noch zu sagen? Zum Abspann ganz kurz. Es ist nicht der eigentliche Abspann vom Spiel, weil der mit Musik hinterlegt ist, die sehr wahrscheinlich ein Copyright-Flag gibt. Sondern wenn man ins Menü geht und nochmal auf Abspann klickt, dann seht ihr das, was ich gerade sehe. Und da ist die Musik, denke ich mal, ohne Probleme. Ja, muss mal schauen, ob es von dem Entwickler noch mehr Spiele gibt. Weil das hat mir jetzt sehr, sehr gut gefallen. Aber unten der schöne Zeitbalken, wo eingeblendet wird, ihr seht schon, der Abspann ist bald zu Ende. Die letzten paar Sekunden lasse ich euch alleine mit dem Abspann. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, das Spiel. Ich sage vielen Dank fürs Ansehen. Servus, tschüss, bis zum nächsten Mal.